Wir werfen uns doch zuerst alle in einen Topf. In jeder verdammten Sendung. Jede Minute. Von 12 Sendungen sind 10 gegen rechts. 12. Rechts angeht nicht. Wir sind keine Rechten, verdammt nochmal. Nein, weder noch. Es hat mal wieder ordentlich geknallt und die Nerven liegen blank. Denn die Bürger haben schon längst keine Lust mehr auf die ständigen Stigmatisierungen und Denkverbote von oben. Und das spürt Dunja Hayali nun am eigenen Leib, denn sie zählt ja zu den bekanntesten Journalisten, die schon beinahe missionarisch gegen rechtes Denken und konservative Werte vorgehen. Wie keine andere hat sie dazu beigetragen, ganze Demonstrationen aus der bürgerlichen Mitte in die rechte Ecke zu stellen, nur um den Bürgern damit die Legitimation zu nehmen, ihren Unmut kundzugeben. Doch wie sagt man bekanntlich, man erntet, was man sät. Wir schauen rein. Es gibt links und es gibt rechts und das ist total in Ordnung. Ja, und es gibt auch Leute in der Mitte. Ja, ist ja unglaublich. Die Frau ist unverbesserlich. Wenn es links gibt, gibt es rechts. Und das ist total legitim. Spielt die überhaupt hier? Ja, die rafft es einfach nicht. Hier ist niemand extrem. Nur eine einseitige Berichterstattung. Die Presse hat neutral zu sein, weil die Presse nur negativ überträgt. Egal, wenn sie regierungskritisch sind, werden sie in die rechte Ecke gedrängt. Genau. Das kann doch nicht wahr sein, wenn oder sage, dass irgendwas nicht recht das ist. Das weiß die doch, das muss man ja nie erzählen. Das weiß die, genau. Das weiß die doch. Jeden Tag, ich mache die Nachrichten an, ob heute, ob Tagesschau. Niemand kommt. Sie werden voll bombardiert. Das ist betreutes Denken. Die sind noch erkenntnisresistent, diese Verfügung. Jetzt haben wir doch alle schon wieder einen aktuellen Kameramann. Sie hätte lieber berichten können, dass es keine Hetzjagden gab. Jetzt kommt Frau Hayali mal ein Gefühl dafür, was AfD-Politiker seit Jahren erleben. Das ständige Aufhetzen, die einseitige Berichterstattung und das gebetsmühlenartige Belehren der Medien darüber, was gesagt und gedacht werden darf, löst nun endlich Widerstand aus. Die Menschen lassen sich nicht mehr einen Bären aufbinden und so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Deshalb schauen wir uns weiter an, wie Frau Hayali versucht, mit simplen manipulativen Schwarz-Weiß-Methoden die Bürger um den Finger zu wickeln. Aber eines kann ich jetzt schon verraten, das Ganze wird noch weiter eskalieren. Doch vorher möchte ich Sie noch höflich daran erinnern, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank. Ich würde mir erstens mal eine neutrale Presse bewirken. Jawohl! In dem Moment, wo wir eine neutrale Presse haben, kommen auch die ganzen Fehler der Regierung zum auf den Tisch. Und Sie finden nicht, dass darüber berichtet wird? Nein! Überhaupt nicht! Das ist ja lächerlich. Kommt drauf rein, aus welcher Perspektive. Ja. Sehr einseitig. Wenn Sie so eine Frage stellen, kann ich Sie doch gar nicht ernst nehmen. Richtig, kann man ernst nehmen. Gucken Sie sich doch, egal ob Tagesschau heute oder auch immer an. Gucken sich die Moderatoren wie Anne Will oder was an. Das ist alles egal, was sie einschalten, das ist alles gegen uns. Es ist alles gegen uns. Gegen das eigene Volk wird jeden Tag berichtet. Die Politiker fahren in gepanzerten Fahrzeugen und wir können sehen, wo wir bleiben. In dem Land, in dem man gut und gerne lebt. Das ist schon komisch, ne? Das ist schon lange vorbei. Ja. Das Land war mal schön und sicher. Und es ist vorbei. Es ist vorbei. Es hat uns niemand gefragt, ob wir das wollen. Wir haben Angst. Ich habe Angst um meine Kinder und meine Enkel. Im Namen der Humanität hat man uns ernsthaft gesagt, wir müssen das tun. Wir müssen alles und jeden aufnehmen. Man hat uns gesagt, wir schaffen das. Aber was haben wir denn geschafft? Oder besser gefragt, was wurde in Deutschland geschaffen? Können Frauen noch wie vor 20 Jahren alleine abends von der Stadt nach Hause gehen? Ich meine, würden Politiker ihre eigenen Töchter, die Kinder, die sie lieben, alleine in einer Großstadt durch die Stadt abends laufen lassen? Ich glaube nicht, denn selbst eine Ricarda Lang sagte ja vor kurzem, sie würde nicht mal mehr durch den Görlitzer Park in Berlin gehen. Und was ist mit den Söhnen? Müssen Eltern nicht ständig in Sorge sein, ob ihr 16-jähriger Junge heil von einer Party nach Hause kommt? Wir wissen doch alle, dass ein Messer schon längst keine Seltenheit mehr geworden ist. Und was ist nun der Lohn unserer Gesellschaft für die vielen Opfer?
dass wir nun selber zu Opfer werden? Naja, trotzdem vielen Dank an die Politiker, die zu dieser Situation beigetragen haben und die niemals müde wurden, uns vor der AfD ständig zu warnen. Habt ihr super hinbekommen. Wir schauen weiter. Und die können Sie mir mit Ihrer Berichterstattung nicht nehmen. Die sitzen alle im Wolkenkuckucksheim. Doch, Ihre Aufgabe ist neutral zu berichten. Ihre Aufgabe ist aber, die Fehler der Regierung auf den Vergangenheit zu verwenden. Ich glaube, niemand eine Sekunde. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sie berichten wird nur einseitig. Negativ über die AfD oder über Trump. Das sind Ihre Genau. Das sind ihre Themen. Trump, Putin, Erdogan. Genau. Ja. Das ist die Reihenfolge. Erdogan, der macht auch noch einiges richtig. Erdogan wird wieder hoch 4. Ja, genau. Auf jedes bisschen, auf jede Geste, auf alles, was er sagt, was er anhat. Ich würde mich jeden Tag so hinstellen. Meine Familie würde mich für bescheuert erklären. Aber ganz ehrlich. Ich will das Lügendrehbuch für heute Abend. Genau. Wir wollen retten, dass die keinen Ton brauchen. Nicht einen Ton. Ja, ja, genau. Da werden V-Leute eingeschleust und so weiter. Wirklich, du. Unmöglich. Was wollen die überhaupt hier? Bilder einfangen, die sie uns anzeigen. Ja, genau. Die müssen auch in Arbeit. Sollen machen, dass sie nach Hause kommen, Mensch. Ja. Ja. Ja, die scheinen sich morgens was einzuwerfen, damit sie den ganzen Tag durchhalten. Aber sagen Sie es mir doch bitte. Da hat sich einiges angestaut, könnte man meinen. Aber denen geht das doch sonst wo vorbei, die interessiert das doch gar nicht. Heucheln hier nur Interesse. So, und da sind wir doch einer Meinung. Und sind wir einer Meinung? Überhaupt nicht. Mit euch sind wir nicht einer Meinung. Jetzt wird es wieder zerredet. Ja, ja, ist doch verbessern, klar. Verbessern, zerreden, ja. Schön reden. Und das kann ich auch nicht mehr hören. Aber wir müssen doch miteinander reden, oder nicht? Reden? Frau Hayali hat sich wirklich unbeliebt gemacht. Aber sie hat auch lange und intensiv dafür gearbeitet. Und wenn sie ernsthaft zum Schluss sagte, wir müssen doch reden, da habe ich kurz lachen müssen, denn mir fallen auf Anhieb 5 oder 6 Talkshows und Momente ein, wo sie Andersdenkende mit voller Wucht angegriffen hat oder sie unterdrückte. Und wenn sie das dann wirklich unter Reden versteht, ich glaube, da haben viele Menschen eine andere Definition. Und jetzt meine Frage, was haltet ihr persönlich von Hayali? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal, bis dahin,